Hallo und schönen guten Tag. Ich habe mal wieder ein Back zum Vorstellen. Ich hatte da noch einen Gutschein und da habe ich mir dieses Messer dafür geholt. Es ist auch ein Back aus der Low-Budget-Reihe und zwar das Back 110 Slim Knife Select. Und das möchte ich mal vergleichen mit dem Back 110 Folding Hunter LT. Es kommt in dieser backtypischen Verpackung. Werden wir dann mal öffnen und das Messer herausnehmen. Hier ist nun das gute Stück. Was direkt auffällt, ist natürlich die Farbe. Wegen der Farbe habe ich es auch geholt. Wir haben hier ein großes und trotzdem mit 85 Gramm sehr leichtes Messer. Das Back LT wiegt gerade mal 5 Gramm mehr. Das hier 85, das 90 Gramm. Wir haben eine 9 cm lange Klinge. Wir haben Daumenpins. Also gleich mal vorweg. Es fällt in Deutschland unter das Trageverbot, da es einhändig zu öffnen und zu öffnen ist und verriegelt. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben hier einen backtypischen Taschenclip, der auch umsetzbar ist von links nach rechts oder rechts nach links, wie man das möchte. Das Messer ist vernietet und ihr seht schon, es ist im Aufbau sehr schmal. Wir können das mal messen. Wir haben hier 10,3 mm und bei diesem hier sind es 15,5. Also es ist ein recht schmales Messer. Die Klinge hat den backtypischen Hohlschliff. Es ist ein 420 HC Stahl, gehärtet auf 58 HRC. Und was mir bei diesem Modell hier aufgefallen ist, auch schon beim 112 Ranger Select, da werden die Spitzen nicht so akkurat ausgeschliffen. Sie ist also etwas runder als bei diesem Modell hier. Und wir haben hier diese konkav angeschliffene Schneide Klinge und hier läuft sie einfach gerade nach vorne. Wir haben aber bei beiden eine sauber ausgeführte Swetch, wobei diese hier durch halt das feinere Ausschleifen etwas schlanker daherkommt. Wir haben bei diesem Messer eine Klingenlänge, wie schon gesagt, von 9 cm und haben eine Klingenstärke von 2,9 mm, also ein Zehntel dünner als bei dem LT. Wir haben eine Gesamtlänge von 21,6 cm und wie gesagt, es wiegt 85 Gramm. Es ist ein großes und trotzdem mit 85 Gramm sehr leichtes Messer. Wir haben keinerlei Klingenspiel, weder nach oben, unten oder links, rechts. Das ist also sehr sauber gemacht. Und der Backlog, der rastet mit einem satten Klacken ein. Jo Leute, wollte ich euch mal zeigen, dass Back 110 Slim Knife Select in der orangen Version. Das Messer gibt es in verschiedenen Farben: grün, blau, Tarn und vieles, vieles weiter. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon. Ein Messer für unter 50 Euro kann ich nur empfehlen, wer ein leichtes Messer sucht, um mal ein bisschen zu schnippeln, zu schneiden in der Küche oder auch mal eine Stulle zu schmieren. Da taugt das Messer. Für allzu harte Arbeiten würde ich es jetzt nicht nehmen, aber als Backup sicher ein ganz taugliches Messer. Jo Leute, das wäre es schon wieder gewesen. Bis zum nächsten Mal, denne. Tschüss.